Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Unold Brotbackautomat Backmeister Top Edition. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Brotbackautomat für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Brotbackautomat unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Grundsätzlich unterstütze ich auf jeden Fall jeden dabei, der die Idee hat, selber Brot herzustellen. Denn ich erzähle dir mal, was bei mir häufig passiert, wenn ich Brot beim Discounter erwerbe. Komischerweise schimmelt dieses Brot immer schon nach einigen Tagen längst schneller, als es auf diesem Haltbarkeitsdatum angegeben ist, und das finde ich sehr nervig. Da muss man wirklich in Frage stellen, mit was für Qualität hier teilweise bei Brot im Discounter gearbeitet wird, ja? Da finde ich es wirklich besser, wenn man selbst die Zutaten aussuchen kann und eben, ja, sein eigenes Brot selbst herstellt. Um das zu tun, brauchst du aber natürlich auch die richtigen Kochgerätschaften, in erster Linie einen hochwertigen Brotbackautomaten. Bei diesem Modell hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Ich bin der Ansicht, dass du einen funktionalen Brotbackautomaten zu einem fairen Preis erwerben kannst. Die technische Ausstattung ist in meinen Augen für den Preis absolut in Ordnung. Aber gar keine Frage, das soll jeder Freund des selbstgebackenen Brotes auf jeden Fall selber beurteilen. Machen wir uns nichts vor, da hat einfach jeder andere Ansichten, was ein fairer Preis ist für Küchenzubehör. Da will ich dir gar nicht reinreden, das musst du dann schon selber beurteilen. So, also die technische Ausstattung gefällt mir gut und das ist in meinen Augen auch der wichtigste Aspekt. Daneben gibt es noch so Sachen wie das Design, was in meinen Augen eher zweitrangig ist. Ich finde, das ist angemessen für dieses Küchengerät, also den Brotbackautomaten kann man definitiv in der Küche stehen lassen, ohne sich zu schämen. Ja, ich finde, der sieht ganz gut aus. Ganz im Gegenteil, der Trend, selber Lebensmittel anzubauen bzw. herzustellen, nimmt ja immer größere Züge an, ja. Und wenn man das mit anderen Küchen, ja, Anschaffungen vergleicht, finde ich den Preis vom Brotbackautomaten nicht so teuer, ja. Aber das ist natürlich auch wieder Ansichtssache. Zumal wir hier natürlich auch wie bei vielen Sachen die Fixkosten sozusagen berücksichtigen möchten. Denn wenn du dein eigenes Brot backen möchtest, das backst du ja nicht aus Luft, ja, sondern da brauchst du immer noch einige Zutaten. Und das solltest du nicht vergessen in der preislichen Kalkulation. Also da kommen dann immer noch ein paar Euro dazu. Aber für den, der sich selber ein schmackhaftes Brot machen möchte, ist das in meinen Augen definitiv eine gute Investition. Ich fasse gerne nochmal die Infos für dich zusammen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Brotbackautomaten gefällt mir. In erster Linie geht es mir hier um die technische Ausstattung, die, wie ich finde, überzeugen kann. Das Design ist auch absolut okay und deswegen kann ich in der Tat eine Kaufempfehlung für das Küchengerät aussprechen. Das Amazon-Angebot zum Brotbackautomaten werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir ein paar Tipps mitgeben konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg beim ersten Brot. Danke und ciao.